Hallo, hallo, hallo. Weiter geht es mit Shakes and Fidget und heute etwas später und immer noch mit gewohnter, verschnupfter Stimme, denn ich bin immer noch etwas angeschlagen, sage ich mal. Und warum kommt der Part zu spät? Ja, guckt man sich einmal eine Folge von Gronkh an, von einem Let's Play, schläft man gleich ein. Nein, Scherz beiseite, aber so war es. Aber es liegt nicht daran wegen Gronkh. Man kann ja wohl zuhören bei einigen Sachen. Upsala, jetzt schlage ich auch noch meinen Tisch hier kaputt. Mach alles hier. Man kann natürlich einige Sachen bei ihnen gut anschauen. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Gronkh-Fan, aber Gronkh ist halt Gott. Gronkh ist Let's Play Gott in Deutschland. Ich habe ein paar angeguckt und hab mich dabei hingelegt auf mein Bett und bin halt dabei eingepennt. Aber wie gesagt, das lag nicht an Gronkh, so, das lag daran, dass ich einfach müde bin wegen Frühschicht und so. Deswegen kommt das Ganze jetzt etwas später. Und diesmal starten wir von vorne. Server 22 geht es los. Und die Alu ist hier fertig. Ich habe aber vergessen, die Stadtwache reinzuhauen, denn wie ihr wisst, wie ich schon erwähnt habe, ich bin eingeschlafen. Wir schauen als erstes beim Waffenladen und haben hier komplett die Items voll. Wir können deswegen auch schon mal erstmal ins Klo gehen und dieses schöne Item hineinschmeißen. Sind bei Aura 10. 425 fort. 600 haben wir. Das kann dann entfernt werden. Haben wir unsere Geschick-Items. Oh, gucken mal, ob wir noch was Besseres vielleicht im Waffenladen finden, was wir gebrauchen könnten. 444 Geschick. Das ist nicht ganz so viel, da gibt es wesentlich mehr auf diesem Level. Deswegen kommt das mal weg. Hier haben wir Geschicktrank, den wir eh nicht brauchen. 461. Ui, das ist ein Update. Da werden wir auf jeden Fall zuschlagen und das Ganze mal kaufen. Dann kann das hier entfernt werden. Und nun haben wir eine wunderbare Halskette mit etwas mehr Geschick. Das gefällt mir doch. Dann gucken wir als letztes in die Gilde. Was steht hier an? Der Raid. Haben wir den Raid? Den Raid. 154% haben wir. War nicht heute ein Raid? Gestern. Nein, gestern. Gestern, genau. Das bedeutet, den Raid haben wir geschafft. Und ich wollte eigentlich noch gucken, die Geflügeltränke halten noch bis 5.2., 24.3., 15.3. Also, erstmal hier safe noch. Obwohl 5.2. ist nicht mehr ganz so lang hin. Muss ich da mal in der nächsten Zeit mal wieder mich umschauen im Zauberladen, ob wir einen neuen, Entschuldigung, Geflügeltrank finden. Beziehungsweise einen Trank des ewigen Lebens. Immer schön kaufen, ist ganz wichtig, dieser Trank. Im Dungeon können wir diesen Kollegen hier, bin ich Stufe, ich bin immer noch nicht 225, dann werde ich dann, wenn ich die Levelbremse habe, hier den Dungeon weiterspielen. Vorher halt nur die Schneekönigin, das bedeutet diese Kollegin hier. Also nur im Turm vorbeischauen, damit wir uns die Dungeon halt für die Levelbremse 225 aufbewahren. Und diese Kollegin, wir haben ja gestern diesen Zündholz-Kollegen, blonde Haare, Streichholz in der Hand, ich weiß nicht, wie er nochmal hieß, besiegt. Und habe jetzt wieder einen Geschickgegner oder eine Geschickgegnerin. Und zwar, ich nenne sie einfach mal Ash. Nein, die Schneekönigin. Aber die ist auch noch zu hart. Die werden wir auch leider nicht. Oh, das war schon ein guter Try. Ich könnte es ja aber versuchen, indem ich jetzt wieder die Geschick-Items anziehe. Ob wir dann einen besseren Try hinbekommen mit unseren 6.979 Geschick. Tiger schon mal etwas Vorarbeit geleistet. Unser Magier hat natürlich nichts gerissen, unser Kundi auch nicht besonders viel. Ja, wir brauchen auf jeden Fall das, unser Krieger muss was abziehen. Das war schon mal gut, Krieger. Magier bitte auch etwas, das war auch in Ordnung. Kundi, sie müssten mindestens die Hälfte abziehen. Mindestens. Oh, das war gut, Krieger. Ne, das reicht doch nicht, das reicht noch nicht. Und hier wieder dieses schöne Item. Ich mag, es ist das beste Item, was es gibt. Englisch Mail gleich Panzer gleich Post gleich LOL 1. Episch. Charakter, da ziehen wir die Sachen hier wieder um. So. So. Und leider fällt nichts im Turm und nichts in Dungeon. Die Post blinkt. Sehr wichtig, kann es auch im Let's Play machen. Weißt du, wann Server 25 startet? Sehr wichtig. Nein, kann ich nicht sagen. Man sollte sich auch nicht auf irgendwelche Informationen bzw. irgendwelche Spekulationen darauf nicht eingehen, sondern halt warten, wenn es im Forum steht, einen Tag vorher und dann wisst ihr, dass der Server online geht. Ich kann das nicht sagen, wenn es geht. Keine Ahnung. Also diesen Monat nicht, wahrscheinlich nächsten Monat irgendwann. Denke ich mal. Beziehungsweise ich kann euch halt, wie gesagt, keine genaueren Angaben geben. Aber man spekuliert halt nächsten Monat, Ende nächsten Monat. Werden wir uns einmal anschauen. Ja, der Schoki ist mal wieder aktiv hier. Ich habe sogar ein paar Mal gegen den Schoki gewonnen. Wir können es ja mal in den Kampf zeigen, wo wir gegen den Schoki gewonnen haben. Natürlich,
Ach nee, war nicht knapp. Schoki eben weggedrückt. Kein Problem. Hey ha. Hey ha, olle Wurstdudel. Ich bedanke mich für die viele schöne grüne Post in meiner Post. Der Erzfeind. Aha. Kein Problem. Löschen, löschen, löschen. Und der Kollege schreibt, wichtig, du bist ein kleiner Hurensohn, deine Videos sind scheiße, deine Mutter lutscht meinen kleinen Schwanz. Kleiner Hurensohn, fick deine Oma, MFG, hoffentlich werd ich gebannt. Beziehungsweise gebannt. Du bist ein kleiner Hurensohn, deine Videos sind scheiße, deine Mutter lutscht meinen kleinen Schwanz. So, als erstes, die Rechtschreibung sagt uns mal wieder, erst mindestens, also ich, jetzt Spaß beiseite, also ich will jetzt nicht irgendwie jüngere Personen irgendwie beleidigen, aber bei der Rechtschreibung denke ich doch mal, dass es ein etwas jüngerer Mensch ist, beziehungsweise eine jüngere Person, denn wenn man eine bestimmte geistige Reife erreicht hat, dann wird man erstens nicht so viele Rechtschreibfehler machen und zweitens nicht so etwas schreiben, weil es einfach nur dumm ist. Wer schreibt so etwas, das ist dumm. Wie gesagt, ich will niemanden beleidigen, der etwas jünger ist, aber ich habe vom Dreamscape mal ein Video gesehen, da hat er das Ganze mal gesagt. Er hat gesagt, er wurde von sehr vielen Menschen in Shakes and Fidget enttäuscht und zu 90% waren es halt etwas jüngere Kinder. Und ich denke mal, die Aussage kann man so stehen lassen. Wie gesagt, fühlt euch jetzt bitte nicht angesprochen und schreibt jetzt bitte nicht unter die Kommentare, du bist so ein blödes Arschloch, du beleidigst nur die Jüngeren. Es ist Fakt, dass es halt meistens die etwas Jüngeren so etwas machen. Und ich, wie gesagt, es gibt immer schwarze Schafe und wenn ihr jetzt das seht und ihr seid etwas jünger, dann fühlt euch bitte nicht angesprochen. Ich bitte euch. Bitte. Ja, bitte. Dankeschön. Und ich lasse es einfach so stehen und lösche das einfach. Ganz ehrlich. Man sieht hier schon, ich bin ein Bastard und ein kleiner Pedobär. Ich bin gay, gay, gay. Ich will Schwänze. Also, was will man dazu sagen? Jetzt kommt hier auch noch die scheiß Antivir-Beldung rein. Ist halt so, ne? Das ist halt so. Neuling 16, lese bitte. Hey, ich schaue deine Videos. Die sind super und wollte dich darum bitten, meinen Account zu bewerten. Aber könntest du meine Bewertung per Post mitteilen? Danke. In der Brieftaube, mein Kollege. Weiter geht es mit dem Nest-Server. Der nennt sich Server 23. Habe ich oben einen Arena-Kampf gemacht? Ich habe gar keinen Arena-Kampf gemacht. Das gibt es ja gar nicht. Eben verloren. Schade. Server 23, hier sieht es genauso aus. Alu gespielt, Stadtwache nicht reingebracht. Wie gesagt, da musste jemand, beziehungsweise ist jemand eingeschlafen. Arena-Kampf. Auch verloren. Sehr schön. Was haben wir hier denn für Items bekommen durchs Questen? Ja, Crap. Crappy, Crabbly, Crabbly, Crab. 347, und das ist gar nicht mal so schlecht. Können wir unseren Kollegen im Turm mal anziehen und das Item da erstmal parken, weil der hat eh nichts. So, die Robe kann weg. Was haben wir im Waffenladen denn hier anzubieten? Glück, Intelligenz, Glück, Stärke. Nein, brauchen wir alles nicht. Im Zauberladen haben wir einen, beziehungsweise zwei Stärketränke, die wir beide nicht brauchen. Einen Geschicktrank, den brauchen wir auch nicht. Und die beiden Low-Tränke brauchen wir auch nicht. Das fängt ja schon mal gut an. Ja, noch zwei Items, die ehrlich weg können, aber ich behalte sie mal noch fürs Klo, beziehungsweise halt, dass ich das Klo speisen kann. In der Post, was ist hier? Betreff kann ich in die Gilde, genau. Gilde. Hi Zuschauer, er macht gerade bestimmt LP. Um 18 Uhr, nein. Es ist schon 20 Uhr. Ich werde mal spenden. Wie viel spende ich denn? Wer hätte es anders erwartet, bei bestimmten Wert mal wieder 150.000 Gold ab in die Gilde. Wir sind übrigens immer noch bei 122%, ja, und wir suchen immer noch Leute für die Gilde. Das heißt, wenn ihr euch bewerben wollt für Server 23, dann macht dies bitte. Dankeschön. Ich könnte etwas skillen und dann könnten wir etwas im Dungeon vorbeischauen. Wir haben hier diesen Kollegen hier, ja, der ist schon etwas härter, beziehungsweise ist noch etwas härter. Deswegen, ob wir den jetzt hier auf Anhieb schaffen, das werde ich, glaube ich, bezweifeln. Aber ich denke mal, wir nehmen hier ein bisschen hier die Nebenattribute, etwas Intelligenz, etwas Ausdauer, etwas Glück, ich sage mal auf 27 am besten, wenn es hochgeht. So, 26,9, das ist in Ordnung. Und den Rest dann noch auf Intelligenz und Ausdauer, Intelligenz. Und ich wollte hier eigentlich etwas Gold sparen für
die Kollegen hier im Turm. Aber ich denke mal, es ist erst wichtiger, dass wir hier die C hier schaffen im Dungeon. Deswegen werde ich jetzt erst das Gold raushauen. Dass wir uns dann quasi mit 180 oder 185 so langsam für den Turm vorbereiten. Und warum fällt der Kollege nicht um? Das ist doch eine Sau. Ich fange nicht mal an. Ich fange nie an gegen diesen bösen, bösen Kollegen. Habe ich denn noch ein... Ja. Geflügeltag bis zum 23.01. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. In zwei Tagen läuft er aus. 12.02., 5.02. Das ist in Ordnung. Aber, uiuiui, da muss ich mir so langsam Gedanken machen, beziehungsweise mal so einen Trank erblättern. Uiuiui. Ich hoffe mal, dass bald wieder Pilz-Event kommt, denn so langsam aber sicher sagen meine Pilze, du brauchst neue. Oh Gott, ist das schön? Wie schön ist das Leben? Das ist doch wunderbar. Übrigens, bei uns ist totales Schneechaos. Habe ich auch gepostet bei Facebook, wo wieder da war. Ich bin berufsschultätig, beziehungsweise ich gehe einmal eine Woche zur Berufsschule. Heute war es nicht. Aber heute sind komplett die Schulen überall in ganz alles ausgefallen bei uns. Alle Busse sind nicht gefahren. Die komplett jede Autobahn rumzu, da wo ich wohne, beziehungsweise also wo ich bin. Ist alles zu. Es war schon ziemlich lustig. Bis 18 Uhr. Bis 18 Uhr war jede Autobahn zu. Ich denke aber jetzt immer noch. Es hat bis gerade eben die ganze Zeit durchgeschneit. Und es liegt schon wieder, ich weiß nicht, sehr, sehr hoch Schnee. Also, wo ich auf der Arbeit war, musste mein Vater allein, ich glaube, dreimal Schnee schieben draußen. War schon ziemlich lustig. Ich konnte es ja nicht machen. Ich war ja auf der Arbeit. Ihr wisst ja Bescheid. Und ist schon lustig. Also, morgens so um halb fünf, beziehungsweise viertel vor fünf, so durch die, mit dem Auto so zur Arbeit sliden, beziehungsweise hinrutschen, ist schon lustig. Handbremse. Kurve, Handbremse ziehen und dann just for fun einfach mal einen Dreher machen. Warum auch nicht? Morgens fährt ja eh keiner, da kann man das machen. Und alle, die, wie gesagt, bei diesem Wetter raus müssen, Auto fahren, fahrt auf jeden Fall vorsichtig und rutscht nicht so viel wie ich. Gilde. Ja, haben wir auch schon nachgeguckt und wir haben den Kollegen jetzt geschafft im Dungeon. Wer ist der Nächste? Er würde zu 100% uns einen Epic geben. Und das ist ein... Oh, Stärke-Gegner, oder? Yep. Und der ist, glaube ich, der kann fallen. Der könnte fallen, meine Freunde. Er könnte fallen. Er muss aber nicht. Wie ihr seht, er muss nicht und er wird's auch nicht. Weil ich nie anfange. Das gibt's ja gar nicht. Wir mindestens einmal noch... Hallo? Dankeschön. Na, der könnte morgen fallen. Der könnte vielleicht sogar jetzt fallen, wenn ich noch ein paar Pilze raushaue. Aber wir werden uns den für morgen aufbewahren. Der würde uns dann zu 100% ein wunderbares, schönes Epic geben. Am besten natürlich kein Glücks-Epic. Weiter mit Server 24. Und hier ist die Alu auch schon fertig. Und hier habe ich keinen Spiegel, also das bedeutet, ich kann nicht, während ich die Stadtwache mache, noch was anderes machen. Deswegen muss ich das hier so aufbewahren, beziehungsweise die Stadtwache noch nicht reinhauen. Wir schauen mal hier in den Waffenladen. Was haben wir denn hier Tolles? Eine Stärkewaffe. Brauchen wir eine Stärkewaffe? Nein. Wir haben einen Ausdauertrank. Blub, rein damit. Wir haben einen Geschicktrank. Rein damit. Wir haben einen Ring mit 73 Geschick, der kostet aber einen Pilz. Also, nein, danke. Ein Arena-Kampf gegen Bär. Natürlich eben Bär. Vernichtet. Sammelalbum 74,29%. Eine sehr überragende Zahl. 1997. Rang. Warum auch nicht? Die Gilde blinkt. Was geht denn hier ab? Upsala. Da haben wir das wieder aufgerüstet. Ich habe es versaut, beziehungsweise nicht gesehen. So, Gold können wir spenden. Oh, ich habe nur gar nicht mehr so viel Gold. Hatte ich nicht gerade mehr? Was habe ich mir denn gerade gekauft? Bin ich total blöd? Ich habe mir die Tränke gekauft, deswegen. Also kann ich nicht skillen. Oh mein Gott. Gold. So, alles rein damit. Das heißt, wir haben nichts zum Skillen. Aber wir könnten im Dungeon mal vorbeischauen. Die Post blinkt. Boah, schon wieder 100. Bewerbung, jawohl. Schreibt mal bitte sofort zurück. Aufhören. Da ist doch schon wieder Action hier. Und dieser Kollege hat wieder seinen lustigen, jawohl, seinen lustigen Spam mal wieder eingeschaltet. Warum auch nicht? Hier ist noch mehr Spam. What the fuck is going on? Überall nur rumgespamme. Naja. So stecke ich die Post voll, ne? Leute, ihr wisst Bescheid, bitte die Nachricht am besten nur einmal schreiben und nicht 10.000 Mal, dann ist meine Post halt sofort voll. Ist halt nicht ganz so toll. Wir schauen mal in den Dungeon, ob wir halt irgendwas hier schaffen. Also ich wäre natürlich dafür, dass wir jetzt den Herrn der Finsternis schaffen, damit wir... Ist der Windelementar drin? Der ist gar nicht drin. Alter Schwede, ich mache gar keinen Damage.
Mein Mount, 12 Tage habe ich verlängert, genau. Schaffe ich der D-Kollege jetzt endlich? Auch nicht. Ich schaffe ihn. Wow. Und bekomme ein dreckiges Glücksepic. Wow. Das hat mir auf jeden Fall nicht weitergeholfen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der Steintroll? Auch nicht. Ich mache gar keinen Schein. Das ist der Hammer. Was haben wir hier? Alter, ich brauche eine bessere Waffe auf jeden Fall. Hoffentlich kommt in den nächsten Tagen da irgendwas bei rum. Gold, 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 Gold. Ja, mein Schlüssel kommt. Und wir machen dann weiter mit dem nächsten Server. Hau erstmal die Stadtwache hier rein. Zack. 10 Stunden, warum auch nicht. Und Server 2, United Kingdom, ist nun dran. Greifen wir mal jemanden hier an. Den wir natürlich nicht schlagen. Was haben wir hier für Sachen? Nichts Tolles im Waffenladen. Vielleicht etwas Wunderbares. 219, schlechter wie meins. Ausdauer, Glück, Intelligenz brauchen wir alles nicht. Zauberladen? Nein, Zauberladen auch nicht. Mein Reittier ist ausgelaufen. Wow. Mein Reittier ist ausgelaufen. So, den lesen wir erstmal. Für 14 Tage. Und schauen in die Gilde. Da hat jemand 4 Gold gespendet. Wir spenden auch mal 10.000 Gold in die Gilde gespendet. In die Gilde. Und die Stadtwache kann auch schon rein, denn hier besitze ich einen wunderbaren Spiegel, womit wir in die Zukunft schauen können, wie jeder weiß, der Shakes and Fidget. Wir gehen auf die Toilette und schmeißen da irgendwas rein. Aura 3. Blub. 200 von 250. Das bedeutet, wir können bald wieder hier spülen. Ja, das ist natürlich eine Waffe, die wir jetzt nicht unbedingt noch brauchen, aber wir können sie noch ins Klo schmeißen. Leider keine Items dabei. Ausdauer bei 709 zu 713. Aber erst was die Nebenattribute noch pushen. So, und den Rest dann in Stärke. Bisschen Ausdauer, bisschen Glück. Und das ganze Gold ist schon wieder weg. Ja, der Echsenkönig. Ich glaube nicht. Der fängt jedes Mal an. Wow, guter Try. Und wow. Ey. Die fangen immer an. Wow. Knapp war's. Leider ist er nicht drin. Nur 5 Pilze, die werde ich mir erstmal aufbewahren. Das geht so nicht. Zuschauer, noch ein bisschen Gold brauchen Sie, um den nächsten Raid zu machen. Oh Gott. Das war natürlich jetzt dumm von mir. Das war dumm. Hätte ich mal vorher die Nachricht gelesen und darauf geachtet, dann hätte ich mehr gespendet. Das war ziemlich dumm. 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 Naja. Dummheit wird bestraft. Weiter mit Server 8 United States mit dem letzten Server. Hier haben wir auch schon einen Spiegel und gewinnen den Kampf. Und hab hier, ach genau, die Tränke drin. Ich wundere mich schon gerade, warum habe ich hier Tränke drin? Stadtwache schon mal auf 10 Stunden reingelümmelt. Arena-Kampf gewonnen. Übrigens heute der einzige Server, wo wir den Arena-Kampf gewonnen haben, war Server 8. Natürlich sehr traurig. Aber so ist das nun mal. Hallo, ich möchte dich gerne verkaufen. Dankeschön. Haben wir denn was im Waffenladen, was wir gebrauchen können? Vielleicht diesen hier? Nein. Zauberladen. Zeig doch, was du kannst. Reittier ist ausgelaufen. Wow. Warum läuft überall mein Reittier aus? Gibt's ja gar nicht. Glück. Intelligenz. Ich glaube, wir haben gar keinen Glückstrank drin, oder? Nö. So. Hier haben wir irgendwas komisches, das wir verkaufen können. Zauberwaffenlager gab es nichts, oder? Doch, hier. 147. Hätte ich ja fast den Zauberladen vergessen. Und wieder ein Trank. So, und die Nase von unnötigen Ballast befreit. Sehr schön. Und jetzt mein Ohr hier. Ach, okay, jetzt geht's wieder. Oh Gott, wenn man erkältet ist. Es kotzt einen nur an, oder? Ihr findet das bestimmt auch scheiße. Es ist aber nur behindert. So eine Scheiße. Schaut in die Gilde. Können ihr bestimmt auch was spenden? Natürlich können wir das. Machen wir auch. Alles muss weg. Alles reingekloppt. Ganze Scheiße. Post. Deine Waffe. Cobra, das ist eine sehr gute Idee.
Dankeschön. Das sollte ich auch mit Waffen, meine Waffe ist richtig schlecht, aber ich finde die eine. Wenn ich jetzt aber geblättert hätte und ich hätte eine Waffe gefunden, wäre ich richtig ausgerastet. Ich kann doch nicht so viel blättern. 128, wow. Das ist ein Riesen-Update. Wow. Das ist echt ein Riesen-Update. Ich finde keine verfluchte, dreckige Waffe. Glaub mir hier. Intelligenz, Glück für Pilze. Wunderbar, 10 Pilze. Wer hat denn 10? Ist noch besser. Wow. Da habe ich gleich kein Gold mehr für eine Waffe. Also, ich werde ja gleich eine finden, wie jeder weiß. Ne. 6 Pilze. 6 verfluchte Geschick. Jawohl. Eine Geschickwaffe. Sehr schön. Es kommt einfach keine Waffe. 140. Auch sehr gutes Update. Und da kommen nicht bessere, okay? Oh, wieder Geschick. Ihr seht es. Ihr seht es. Ich bekomme nichts. Oh Gott. Einmal noch blättern. Oh, das sieht gut aus. 3 Stück. Erster schon mal der Niete. Zweiter. Wow. 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 Nein. Oh Gott. Oh Gott. Ich brauche wie viel Gold? 4, 5, ich habe 3, 9. Das heißt, mir fehlen 600. 600 Gold. Stadtwache. Brauche ich schon 2 Stunden. Bis 22:15 Uhr. Uiuiui. Okay, 22:15 Uhr muss ich nochmal reinschauen und mir dann die Waffe kaufen. Ich darf, die hat doch jetzt keine Pilze gekostet, oder? Natürlich nicht. Oder wo können wir noch was herbekommen? Im Dungeon? Wenn wir einen Dungeon-Gegner schaffen. Das ist der, das Ungeheuer, müssen wir der sie schaffen. Oder? Oder die Echse. Ne, die Echse war schon etwas höher. Uiuiuiui. Ich glaube kaum, dass wir mit einem Try jetzt diesen Kollegen schaffen und er fängt auch noch an. Also, ne. Nee. Das wird nichts. Dann müssen wir warten darauf. Och Gott, hätte ich mir die Sache nicht gekauft. Aber Dankeschön, Cobra, für diesen Tipp. Das ist wunderbar. Ich hab's gemacht. Und damit sind wir auch für heute fertig. Und ich würde mich natürlich wieder bedanken, wenn ihr dieses Video mit einem Daumen nach oben bewertet. Und ich bin der Zuschauer, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und noch einen wunderschönen Abend. Ciao, ciao.